Und weiter geht's mit Let's Play Battle Realms. Und wir sind übrigens in Mission 13 schon. Ich habe mich irgendwo mal beim Zählen vertan. Also die Thumbnails sind richtig und die Missionstitel. Bloß hier im Spiel habe ich mich irgendwo mal um eine Zahl vertan. Und ja, wir sind bei Mission 13. Dies ist die letzte Provinz, die zwischen uns und dem Heimatplateau des Lutons-Clans steht. Wir müssen ihn hier vernichtend schlagen. Und ja, Mission 13 bedeutet vorletzte Mission, denn es sind insgesamt 14, wie ich schon so angedeutet habe. Und wir gehen einfach mal. Da unten ins Eck gefällt mir eigentlich ganz gut. Einverstanden. So, ihr macht mir mal ein schönes Hütchen. Ach du liebe Zeit. Dann so. Natürlich. Ach, das Spiel könnte auch ein bisschen flüssiger laufen. Was ist da gerade los? Momentchen kurz. So, da werden wir wieder. Eigentlich läuft alles. Irgendwie fühlt sich das Spiel weniger flüssig als sonst an. Aber getan hat sich eigentlich nichts. Egal. Okay, du rennst mir bitte zum Wasser. Und du rennst mir auch zum Wasser. Bring mir mal richtig viel zu saufen hier ran. Ich möchte mich fühlen wie ein Pferd. Ich gehorche. Und hier unten bitte auch gleich nochmal eine Hütte, dann können wir nämlich das unten auch noch halbwegs effizient abbauen. Schauen wir mal ein bisschen auf die Wirtschaft, bevor es richtig losgeht. Ich hoffe mal, diese Zeit wird uns gelassen. Andererseits vorletzte Mission, ne? Ich meine, wir sind vor dem finalen Heimatgebiet des Lotus-Clan. Was bedeutet, man kann sich wohl vorstellen, was dann wahrscheinlich die letzte Mission sein wird. Ich bin unterwegs, ich gehorche. Natürlich Schlangenholm, ne, ja klar. Aber Schlangenholm sind wir da zweimal. Ich glaube beim Schlangenclan auch. Das ist immer so eine Mission, wo man dann einmal und noch ein zweites Mal hinkommt. Bin unterwegs. So, schauen wir mal, ob ich jetzt erstmal so ich abernten kann. Dem Drachen. Ich gehorche. Al Capone Chemie. Komm, hau mal raus. Wollen wir mal ein bisschen entlang gucken oder wollen wir ein bisschen defensiver spielen? Ich bin unterwegs. Na, du gehst auch mal zum Weiß. Ich gehorche. Wenn ich die Hütte näher ans Wasser bauen könnte, müsste ich nicht mal über einen Brunnen nachdenken. So könnte man echt überlegen, ob man noch einen Brunnen baut. Ja, mein Fürst. Ich gehorche. Verstanden. Komm. Schießstand bitte. Und auch so früh wie möglich mal Bogenschützen rausholen dazu. Ich gehorche. Du hörst mal auf. Wir haben keinen Reis mehr. So. Ja, mein Fürst. Dann mal schnell fertig bauen, dass wir schnell Bogenschützen haben. Und das jetzt hauptsächlich gegen den Lotus-Clan geht, bedeutet das. Oh, wir haben auch viele Pferdchen in der Nähe. Ich gehorche. So, zwei von euch werden gleich mal zu Bogenschützen. Erledigt. Obwohl, du bist zum Bogenschützen, du bist zum Drachenkrieger. Ich bin unterwegs. Obwohl, ich könnte dir auch einen Schiebbucki-Krieger machen. Ich glaube, die werden sowieso besser. Weil, mir wurde jetzt doch mal geraten, die Spezialfähigkeit häufiger einzusetzen, weil das die Gegner davon abhält, Fernkampfangriffe einzusetzen und man somit die heftigen Hexer in den Nahkampf zwingt. Ist auf jeden Fall gut zu wissen. Ja, erledigt. So, Bogenschützen, sehr gut. Dann. Ja, Reis läuft, Wasser läuft so halbwegs. Ich gehorche. Ich bin unterwegs. Bitte mehr Bogenschützen ausbilden. Bitte hier zum Kabuki, nicht Kibuki, Krieger werden. Ausbildung, Ausbildung. Du gehst ja, mir noch mit zum Reis. Bewässern ist noch nicht wirklich notwendig bei der Anzahl. Ich glaube, das brauchst du erst wirklich bei noch mehr Leuten. Drachenstatue, die Folge ist leider noch nicht draußen, wo ich mir das Drachenmonument hole. Von daher weiß ich immer noch nicht, was es bringt. Ah, ja, Badehaus, okay. Habe angelegt ist da und was? Warte. Dann gehst du mal schnell hin und holst auch noch Wasser. Ich diene dem Drachen. Dass es mit dem Badehaus vorangeht. Ich gehorche. So, jetzt haben wir hier nochmal zwei Bogenschützen und einen Bookie-Krieger. Dann wird das ja so langsam, hoffe ich mal, einfach. Ins Blaue.
Ja, ich könnte die Gebäude noch ein bisschen besser drehen, aber ich finde, so habe ich einfach eine schöne Übersicht. So. Bin unterwegs. Ich bin die Flamme. Hallo, Flamme. So ein zur Bewässerung ist vielleicht gar nicht mal so die schlechteste Idee dann. Nächster untätiger Bauer. Du hilfst gleich mal mit, dass wir auch so schnell es geht den Brunnen. Da brauche ich mir erstmal wieder ein Dorf. So viele Gebäude, die wir erstmal machen müssen. Dann wird das so viel Wasser. Okay, wir brauchen noch einen Wasserholer. Wir brauchen noch einen Wasserjungen. Ja, ich glaube, ein Brunnen wäre doch keine schlechte Idee. Okay. Dorfplatz braucht immer noch eine Menge Wasser. Machen wir jetzt mal eine Gescha. Ist nicht verkehrt, mit einer gleich zu starten. Dann guckst du mir mal in dem Badehaus, das müsste bald gehen. Ah. Ah. Ja, Moment mal, warten. Quatsch, hab ich doch schon. Dorfplatz braucht ich. Ich hätte es einfach nicht bemerken sollen, sondern einfach nur hier. Dorf, hier. Badehaus bauen, denken, irgendwas ist hier anders, als es sein sollte. So ein Stall, kostet auch Wasser. Reis hingegen kommt echt gut rein. Bin auf dem Weg. So, du bist meine 2, ihr seid alle meine 1. Und dann sind wir da ja schon mal ein bisschen dabei. Das ist prima. Ich bin unterwegs. Ein weiterer ans Wasser, bitte. Das soll jetzt mal richtig losgehen hier. Das war die Frage. Mehr Bogenschützen pushen erstmal oder die Kibugi-Krieger? Beides nützlich. Okay, du hilfst gleich mal hiermit. Obwohl, das Ding ist so gut wie fertig. So, Brunnen. Ja, mein Fürst. Da bin ich echt überlegen, ob ich sogar 2 Stück mache. Um noch einen extra zum Bewässern zu haben. Für beide Gebiete. Obwohl, das reicht ja, wenn hier unten nur 2 Leute schnittern. Und hier oben hilft einer beim Bewässern einfach mit. Bin unterwegs. Dann haben wir immer noch. Dann müssen wir da unten nicht unbedingt nachwässern, weil 2 oder 3 Stück, die hier sind, die würden jetzt nicht so viel verbrauchen. Ja, mein Fürst. So, die Festung für weitere Helden. Aber wir haben eh noch keine Young-Punkte, von daher wird es uns nicht so viel bringen. Ich bin unterwegs. Dann würde ich mal eher hergehen und sagen, wir machen noch einen weiteren. Bin unterwegs. Kibuki-Krieger. Noch einen Bogenschützen. Dann können wir noch eine Feuerwerksfabrik machen. Sollte so halbwegs hin, auch noch mit dem Nachwachsen jetzt. Okay. Dann die Leute, die Wasser holen, können jetzt gleich von hier, ne? Ja, wunderbar. Dann wird sich das Wasserproblem jetzt auch in Luft auflösen, endlich. Ich gehorche. Und die Feuerwerksfabrik hier hin. Dann können gleich die meisten Leute, die vorbei müssen, das abholen. Einverstanden. Und dann würde ich bald mal in die Festung gehen. Okay, jetzt haben wir eigentlich schon fast zu viele Wasserholer bei der kurzen Distanz. Dann wirst du mir noch eine weitere Geisha. Ich bin unterwegs. Fühle dich geehrt. Natürlich. Den Schrein bräuchte ich vielleicht für das Geisha-Upgrade, aber das werde ich wahrscheinlich eh nicht so verwenden. Die Festung hätte ich dann gerne bald. Verstanden. Bin unterwegs. Bin auf dem Weg. Gut, dann würde ich mal sagen, ich bin unterwegs. Holen wir uns ein Ställchen.
und holen uns ein paar Pferde für die Geishas. Die haben ja durchaus ihren Spaß, haben wir gesehen, auf den Pferden. Ziel erfasst. Wohlgemerkt auf den Pferden, nicht mit den Pferden. Bitte nicht falsch denken. Das ist mir vorbehalten. Ja, mein Fürst. In Ordnung. Das ist schon reserviert. Bin unterwegs. Da liegt mein Handtuch drauf. Auf schmutzigen Gedanken. So, da. Zwei Geishas hinten dran. Und dann checken wir mal ein bisschen vorne. Notfalls aber machen wir noch eine Expansion hin. Andererseits, ressourcentechnisch bin ich eigentlich glücklich. Vor allem, ich glaube, was Wasser angeht. Gott, hatte ich viele Wassersammler. Ich diene dem Drachen. Oh, da geht's los. Oh nein, nein, nicht die Gejagd. Genau perfekt erwischt, dass die Geishas sind, Mann. Okay, Kenji ist sehr gut drauf gerade. Hier wird gut geheilt, automatisch, das ist schon mal gut. Aber ja, braucht eine Geisha mehr. Ich gehorche. Richtig weggehinterhaltet hier. So. Stall steht. Du holst mir mal ein paar Pferdchen. Da sehe ich einiges an Potenzial. Ich gehorche. So, ein weiterer Kibuki-Krieger, bitte. Verstanden. Dann die Festung. Herzlichen Dank. Ja. So. Wie ihr befehlt. Ihr seid hier, du bist dort. Die Pferde werden langsam gezähmt. Wunderbar. Bin auf dem Weg. Ich folge euch. So, danach gibt es den einen oder anderen Bogenschützen dazu. Wasser ist immer noch mehr als ausreichend. Obwohl, na gut, wir haben noch Reserven, merke ich gerade. Du darfst ruhig noch zum Kibuki-Krieger werden. Und die aktuell bestehenden können ja mal ihr Blendpulver da machen. Genau, das Blitzpulver. Blendgegnern unmittelbar in deswegen habe ich nicht dran gedacht, weil es heißt ja in unmittelbarer Nähe. Deswegen dachte ich mir, das ist eher was, um Nahkämpfer zu blenden. Aber ach du, oh, schlechter Zeitpunkt, die Kibuki-Krieger wegzuschicken. Kommt mal zurück. Verstanden. Bin unterwegs. Auf in die Schlacht. Na, ausgerechnet schon wieder die Geisha. Hör doch. Ah. Boah, ist das nervig. Ja, mach mal dein Leuchtpulver. Ah ja, tatsächlich, das macht so einen kurzen Stun für alle. Das ist gar nicht mal so ineffizient, ne? Nochmal. Ist leider von den Nutzungen begrenzt, aber ist trotzdem sehr gut. Ist aber so eklig, dass die Geishas immer so erwischt werden. Apropos immer so erwischt werden, ne? Halte die mal! Wird Zeit, dass die Pferde haben. Da sind sie mobiler, können schneller abhauen und haben noch extra Leben und... Ach komm. Attacke. Könnt ihr nicht sehen, dass die Ungestörten privat sein wollen da? Ich folge euch. Ich gehorche. So. Ach, hier können wir jetzt auch Ninjas... Ach, Ninja braucht sogar Young-Kosten? Das ist ja... Boah, nee, dann mach ich lieber erstmal die Helden. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit Ara an. Zündet sie an! Ich gehe. Ich bin unterwegs. Ich gehorche. Ja, mein Fürst. Einverstanden. Einverstanden. Und können dann Ma'ara defensiv auf den Turm lassen. Soll eine unglaublich gute Sniperin sein, habe ich gehört. Ich gehorche. Verstanden. Bin unterwegs. Ja. Also, das haben wir schon gesehen, dass sie sehr, sehr gut ist im Fernkampf, aber die soll auch wirklich sehr weit vom Turm aus böllern können. Von daher machen wir dann jetzt mal gleich ein schönes Türmchen hierher. Und dann kann Ara von dort aus ein bisschen Wache halten. Vielleicht ja nicht mal so, vielleicht mal wirklich so ein bisschen zentral hier, dass von dort aus das meiste angeschossen werden kann. Ja, einverstanden. Bin unterwegs. Ich weiß, was ihr vorhabt. Gut, dass du es weißt, ich weiß es nämlich nicht. Ich bin die Flamme. Dann spiel doch für mich weiter, bitte. Ah, so. Geishas auf Pferden. Ja.
erledigt. Voll salopp in den Galopp. Okay, dann kommt ihr irgendwie herein und in die Feuerwerksfabrik. Und das gleiche auch mit dem Bogenschützen. Ihr könnt eigentlich auch gleich in die Feuerwerksfabrik. Und dann die Brandpfeile zu machen. Bin unterwegs. So, und hier Tau kriege ich auch gleich noch. Tau ist ein guter Kämpfer, der zwei zusätzliche Mönche anwerben kann. Aber nur, wenn ich mich für die Mönche entschieden habe, oder? Gut, aber die kriege ich ja nur mit dem Schlangenclan, die Tau, mitsamt den Mönchen. Tau würde ich ja nicht bekommen, hätte ich jetzt mich für die Mönche entschieden. So tricky. Also es ist halt so ein typisches Spiel, so was die Mission angeht, Trial and Error. Wenn du nicht weißt, was dich in Missionenverhältnissen erwarten, dann... Ja. Viel Spaß beim Raten. Ihr vier macht mir jetzt mal hier die Feuerwerksfabrik Feuerpfeile. So, du gehst mal hoch. Zeig mir den Weg. Ich diene dem Drachen. Von dort aus könnte die, glaube ich, weit genug snipern, um auch ein bisschen den Stall zu unterstützen. Sollte dann mal wieder Not am Mann sein. Bin unterwegs. Eine vierte Geisha, bitte gerne. Danke. So sei es. Wie ihr befehlt. Und dann gucken wir doch mal. So, hier die Bogier und Krieger und Bogenschützen. Ich habe verstanden. Ist ja doch fertig, dann können wir schon fast mal ein bisschen vorrücken jetzt. Bin unterwegs. Du hattest ja Teil des Schadens. Darf Angreifer reflektiert. Ja, das war auch nicht schlecht. Glaube ich zumindest einfach mal. Automatisch Pferde holen ist auch nicht die allerbeste Idee. Bin auf dem Weg. Weil wir werden nicht immer welche da haben. Ja, bin unterwegs. Du kannst nicht mal. Hä? Müssen wir da irgendwie einen speziellen... Ach du liebe Zeit. Ja, ich glaube, die... Es könnte ein bisschen eklig werden. So wie es aussieht, muss ich mich erstmal hier entlang kämpfen und dann muss ich irgendwie diese Serpentine hier hoch und dann wahrscheinlich noch diese Gebirgskette entlang. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da auch zwei Parts machen müssen. Das könnte über eine Stunde dauern. Ich gehorche. Ja, mein Fürst. Also ich bedenke, wie viel Zeit ist jetzt schon rum? Wahrscheinlich schon die ersten 20 Minuten oder so. Und ich habe gerade mal die Basis gebaut, also die Grundlagen. Bin unterwegs. Wir können aber trotz allem mal den Schrein machen. Ziel erfasst. Ich folge euch. Aber ja, alles in allem haben wir jetzt eigentlich eine relativ ordentliche Grundarmee. Klar haben wir noch nicht großartig Upgrades, aber die farmen wir uns jetzt gleich. Gut, dann mal auf Richtung Gegner, wo auch immer der sein mag. Ah, hi. Ja gut, da muss ich nicht mal Pulver verschwenden für, würde ich sagen. Aber ja, was heißt in unmittelbarer Nähe? Aber Leute haben geschrieben, dass das super ist, um Hexer in den Nahkampf zu locken. Aber ich meine, wenn es heißt in unmittelbarer Nähe, wie nah ist das dann? Wenn ich damit wirklich Fernkämpfer zu mir locken kann, muss die Reichweite ja dann noch ein bisschen höher sein, oder? Schätze ich einfach mal so. Ich würde mal die Reisfelder jetzt abgehen. Das heißt, wenn hier nichts ist... will ich das hier abchecken? Ich weiß nicht. Ja. Auf dem Weg. In Ordnung. Okay, kommt mal da rüber. Ja. Einverstanden. Gut. Erledigt! Ich bin unterwegs. Oh, hi. Oh, hi. Ein bisschen weg. Ja klar, könnte natürlich auch einfach weiterlaufen. Ich kann sagen, hat er immer noch seine Fähigkeit aktiv? Nee, ist bloß, weil er gerannt ist. Ist die Ausdauer noch weiter runter. Also noch keine Zeit, sich zu erholen, der arme Junge. Der arme Bur. So, noch einer und dann noch ein Bogenschütze hier. Dann könnte ich weitere Helden holen. Na gut, ich könnte bloß noch Geiler holen eigentlich, ne? Nur in Anführungszeichen. Aber ich könnte genauso gut jetzt schon ein Bogenschützen-Upgrade machen, ne? Ich meine höhere Reichweite. Oh, der größere Schaden. Oh Gott. Was ist denn hier los?
Bitterer. Eben nicht. Gut, Unterstützung wird bald kommen. Wir haben ja noch mehr Stun-Möglichkeiten jetzt. Gehst du? Bitte. Und stunnen. Ja. Du machst das gleich nochmal hinterher. Ja, da können wir so einen richtig schönen Stunlock halten. Okay, dieses Pulver ist ja heftig stark. Selbst wenn die jetzt nicht mehr gestunt sind. Nochmal hinterher. Das ist ja krank. Okay, jetzt wollen sie mir jetzt ziemlich auf die Nüsse gehen. Gut, ich glaube, das ist eine ganz gute Verteidigungskraft hier. Du reparierst mir mal bitte den Turm. Ja, Mist, recht, musst du. Ich gehorche. So, von wo kamen sie denn, die Schlingel? Schaue ich mir mal erstmal das Reisfeld an, das ist leer. Auch meine armen Pferde. Ja, gut, was soll's. Erledigt! Ich glaube, ich würde mal sagen, mehr Schaden für Bogenschützen. Ich glaube, ich mache hier wirklich noch ein, zwei Türme mehr. Angelegt und warte. Nee, Moment, da muss ich weiterlaufen, wie es aussieht. Dann gehen wir mal doch den Weg hier lang. Oh, die Map ist verwirrend aufgebaut. Viel zu viel Berg. Ich folge euch. Ja. Bin auf dem Weg. So, kurz aufstellen und warten. Ich glaube, immer mal wieder sprinten und Pausen einlegen ist bestimmt schneller, als den gesamten Weg zu gehen. Oh, hi. Mach mal Feuerpfeile an. Eigentlich könnt ihr die gleich anlassen. In Ordnung. Ja, mein Fürst. Oh. Bisschen weg. Automatisch scheint funktioniert gut. So, Bogenschützen, dann bitte fokussieren auf den Turm hier. Die Türme sind echt gut platziert, also es ist schon der... Nee. So, jetzt könnt ihr mal ein Pulver raushauen. So, Bogenschützen auf den Turm. Immer ein bisschen da mal heilen. Okay, ich glaube, die Bonusreichweite für die Bogenschützen wollen wir gleich als nächstes haben. Ich sehe es schon. Und einer von euch Wasserjungen wird gleich mal weiter ausbilden. Okay. Kein Problem. Also die Kibuki Krieg sind echt gut, wenn es um Kampf gegen den Lotus Clan geht. So. Ah, okay, diese Werfer hier sind echt eklig. Aber gut, geht noch. Für den Clan. So, Freunde. Auf dem Weg. Dann ist hier mal Ende Gelände. Gott, ist hier viel Reis. Wahnsinn, das ist so richtig schön blühend. Pfeile bereit. Ja, erledigt. Natürlich. So, einer von euch hat seine Spezialfähigkeit verbraucht. Ich folge euch. Okay, mal schön weiter kaputt machen. Dann würde ich am liebsten hier oben was aufbauen, um es zu kontrollieren. Dass auch bloß alles down ist dort. Schicken wir mal einen Bauern rüber. Ich bin unterwegs. Für den Clan. Ah, okay, da unten das andere Gebäude ist bestimmt auch noch besetzt. Also, das andere Reisfeld, da ist auch noch eine Basis, das meine ich damit.
Das andere Gebäude dann noch hier. Ja, genau. Kopfwirrwirr. Odwin ist verwirrt. Odwin hat sich selbst verletzt. Da oben könnte auch noch bei dem Wasser hier, könnte auch ein Brunnen sein noch. Ach, ein Brunnen. Ja. Das brauchen sie eher weniger. Da oben könnte einfach noch eine Wasserquelle sein. Der Brunnen ist. Hat es mein Bauer geschafft? Nee, natürlich nicht. Wäre ja auch zu leicht. Ich folge euch. Ja, hier sind sie. Und was ich sagen wollte, bei diesem See hier, bei dieser Wasserquelle könnte auch noch was sein. Ein Gebäude. Ich gehe. Bin unterwegs. Ja. Die Gegner sind echt gut darin, schwache Glieder rauszufokussen. Entweder Einheiten, die von Lebenspunkten her geschwächt sind, oder aber jetzt sowas wie Geishas oder Bauern oder sonst irgendwas. Er hat schwache Glieder gesagt. Ich habe verstanden. Verstanden. Hört auf, das zu denken, was ich denke. Ihr Ferkel. Moment mal. Mache ich mich damit selber runter? Ja. Ich diene dem Drachen. Alles klar. Natürlich. Ziel erfasst. Ah, da war ein Wasserträger. Die Tatsache, dass der Wasserträger hier entlang laufen musste, den gesamten Weg. Für den Clan. Na, dass Chaos oftmals mehr Ordnung hat als die Ordnung, habe ich in meiner Zeit mit Warhammer Online rausgefunden. Und dass die Ordnung voller Chaos ist. Attacke. Ola, die Wood Fairy, heilst du schnell? Bitte, bitte. Ready, please. Aua. Ey, was sind denn das für Blitzschläge? Toll, jetzt habe ich einen meiner Geisha-Pferde verloren. Das ist nicht nett. Natürlich. Ich hätte trotzdem jetzt gerne mal das Update. Mehr Schaden für Drachen und Hippo kriege. Lebenspunkte wären dann auch noch ganz nett. Aha, nicht die Bäume. Ziel erfasst. So, das Ekligste wird jetzt sein, immer hinter dem Gegner herzuwischen, glaube ich. Ich wette, die Gegner werden jetzt richtig schön hergehen und überall wieder aufbauen. Das heißt, das sind alles einzelne Gegner. Ja, gut, die werden trotzdem irgendwie rumnerven die ganze Zeit. Ja gut, das Einzige, was wir eigentlich machen müssen, da das hier jetzt solche engen Zugänge sind, ist wirklich an einer Stelle bewacht zu halten, immer. So am Durchgang. Auch leichter gesagt als getan, ne? Hier, wenn ich den beispielsweise übersehen hätte und hier gelassen hätte, ja, das Haus da hinten, die hätten sich wieder aufgebaut hier. Ich mach mal die Drachenstatue wieder. Bin unterwegs. Ich gehorche. Ich bin unterwegs. Was zum? Wo? Alter. Für die Ehre. Bringt bitte alle Kabuki-Krieger mit. Und die sollen jetzt mal schön ein paar Fähigkeiten zünden. Ich hab schon wieder Kabuki gesagt, statt Kibuki. Na gut, einmal zünden hat gereicht hier. Na gut, das sind die, die mich schon die ganze Zeit verfolgt haben, ne? Mich wundert es viel eher, dass die so lange gebraucht haben, um hierher zu kommen. Die haben so lange gebraucht, dass ich die schon wieder vergessen habe. Da waren ja wirklich welche, die mir hinterher waren. Mit dem Bogen in der Hand. Hör mal, jetzt lasst ihr mich mal in Ruhe oder so. Hier, nimm das. Haha. Ich habe ihr könnt auch mal mitschießen, bitte.
Ihr kämpft euch mal runter. Oh nein, die Bogenschützen aber nicht. Einverstanden. Attacke. Hi. Oh Mist, der kann schon nichts mehr zünden. Dann du. Rechtzeitig geheilt? Ich glaube schon. Ja, das ist eine schöne Truppenkombination. Oh, ei. Dieses Sumpfgebiet, was die hier hinterlassen. Mal ganz kurz hier unten abchecken. Ich möchte nur wissen, ob da auch alles clean ist. Sieht gut aus. Wir müssen jetzt systematisch hier räumen, ansonsten dauert es wahrscheinlich ewig, hier was zu erreichen. Okay, da drüben haben wir noch nicht gesäubert, ne? Es war noch ein Turm, der übrig war. Bin unterwegs. Ja. Bin unterwegs. Einverstanden. Und hier unten, okay, hier gibt es so viele Abzweigungen, es ist Wahnsinn. So viele Möglichkeiten, sich irgendwo noch zu verstecken. Wenn man hier nicht gründlich systematisch säubert, steht man irgendwann einfach da und denkt sich, ja geil, jetzt haben die sich wieder hier aufgebaut und ich muss wieder hin und wieder zurück und wieder eine Stelle absichern. Das wird irgendwann, glaube ich, echt eklig. Ich habe ja noch locker einen Turm übrig, den ich bauen darf, ne? Ich gehe. Bin unterwegs. Von daher würde ich jetzt einfach mal hergehen und hier oben den Zugang dicht machen. Dass ich sage, okay, auf dem Weg. Dieser Sektor ist geklärt. So, was machen wir als nächstes? Nicht ihr schon wieder. Deswegen kämpfe ich viele gegen Wolfsklan. Die machen auch nicht diese komischen Seuchen und so Zeug. Oh, die hatten, die haben wahrscheinlich eine hohe Schlagresistenz einfach nur. Und Trittresistenz. Betäuben. Du musst durchkommen. Ich könnte wirklich einen Turm... Darf ich? Ja, darf ich. Okay, das hier oben ist ein schöner Platz. Um alles gut im Blick zu halten. So viele Truppen verloren jetzt. Gut, ich hätte auch die Geisha schnell schicken können zum Heilen. Aber kommt mir bitte nicht mit zu leichten Lösungen hier. Was sagt eigentlich die Uhr? Wir sind... Oh Gott, ja, wir sind jetzt eigentlich schon weit genug drin, dass ich sagen kann, das lassen wir für den ersten Teil und dann schauen wir einfach mal in dem zweiten. Erledigt. Wie ihr befehlt. Dass wir diesen Sturm zu Ende bringen. Bin auf dem Weg. Weil das ist jetzt tatsächlich... Das ist eine Mission, die wird locker über eine Stunde, vielleicht sogar anderthalb Stunden gehen oder so. Wenn ich mir das so angucke, was wir noch vor uns haben. Von daher würde ich mal sagen, bedanke ich mich hier fürs Zusehen. Wir sehen uns dann nächste Folge bei einer... Wir sind jetzt Mission 13. Ich habe nicht ein einziges Mal gespeichert. Sehen uns dann bei der nächsten Folge zum zweiten Teil von Mission 13, der wahrscheinlich auch seine Zeit in Anspruch nehmen wird.